Hallo und herzlich willkommen zum neuen Review heute hier auf dem Kanal FH Knives oder FH Knives. Fritz Hase. Ich heiße der Junge Friedrich. Und wieso sage ich Junge? Der Mann, junge Mann, ist 18, macht seit seiner Jugend, obwohl da ist er noch mittendrin. Oh, 12 Uhr mittags, schön. High Noon. Und dann ein Messer dabei. Macht er also seit etlichen Jahren, macht er schon Messer. Ist sehr früh mit dem Messer-Virus infiziert worden. Und das finde ich sehr gut. Und einer meiner schönen Aufgaben ist es, jungen Messermacher vorzustellen, zu promoten. So wie ich es dann auch damals schon beim Herrn Mattena gemacht habe. Und seitdem der bekannt ist, kriege ich kein Messer mehr zum Film. Danke, Stefan. Ich verstehe das Thema. Das sind alle immer ausverkauft. So, aber auch beim Cedric habe ich ein bisschen dazu beigetragen, dass seine Messer ein bisschen bekannter werden. Und ich freue mich immer wieder drüber, von ihm was zu sehen, gerade auf Instagram. So, hier FH Knives, Fritz Hase, junger Messermacher. Der kann was. Ja? Bisschen mehr. Hier, warte mal, ich mach das mal. Hier, zack. Ich zeig dir was. Das ist der Lofty Wiseman Lanyard D-Griff. Den hat der Lofty Wiseman. Fangen die wieder an zu arbeiten. Dankeschön. Es geht gleich die Kreissäge da hinten los. Aber gut, muss lauter reden. Ihr versteht mich schon. Also ich mache den Knoten ein bisschen locker, um dann halt ein bisschen mehr Ledermaterial nach vorne zu bringen. Ja. Und Teufel, noch eins. Das hast du aber gut gemacht. Also das Messer von dem Friedrich alias Fritz Hase. So, jetzt haben wir den Lanyard D-Griff fertig. Einmal hier durchgeschlauft, ja? Nach vorne gezogen, unter die Knöchel. Und jetzt hast du den Lanyard D-Griff, den hat der Lofty Wiseman erfunden. Und der Mann ist eine Legende, der hat die Bücher geschrieben für die SAS, das SAS Survival Handbuch. Ein weltweiter Bestseller. Und hier ist mir natürlich geil in der Hand. Jetzt gehen wir mal Tabletop und zeige ich euch was. So, da haben wir das Messer. Ein Schätzchen. Ja. Alles mit der Hand gemacht. Wir haben hier eine Schmiedehaut. Wir haben hier einen Scandi-Schliff. Ja. Hier, guck mal hier, wie schön. Hat er schön draufgelassen. Perfekt abgeschliffen, angeschliffen. Symmetrisch. Ja. Kann man jetzt leider bei der Einstellung so nicht sehen, aber es ist symmetrisch gemacht. Auch der Griff ist symmetrisch. Das habe ich schon bei bekannteren Messermachern, ich sag jetzt mal mit Meier, gesehen, dass es nicht symmetrisch war. Kann passieren. Sollte aber bei einem Kastenmesser nicht passieren. Der Mann hier, der junge Mann, der hat es hier alles mit der Hand gemacht. Ja? Mit einem Minimum an Maschinenfuhrpark. Hier haben wir so ein kleines Datenblatt, hier steht drauf. 01 Tool Steel, 4 mm dick. Stabilized Burl with Press Corby. Also hier mit Messing Pins. Corby Bolts and Lanyard Tube. Also ein durchgehender Erl. Hinten hat er noch die Schmiedehaut draufgelassen. Scandi Schliff, 11,7 cm lang. 12,7 Handle Length,
Custom Hand Stitch Leder, also handgemachter. Und der ist wirklich, der ist auch stabilisiert. Also da rastet das Messer richtig satt ein. Noch ein bisschen besser gehärtet. Dann haben wir so ähnlich wie bei Codex das mal war, dass es schon einklickt. Aber das sitzt richtig stramm drin und das zeige ich euch jetzt auch warum. Ihr seht die hier. Geht es von dem Griff. Das ist ja ein Fischtilgriff. Und deshalb ist das so interessant, dieser Fischtilgriff. Weil da wird dann anschließend die Lederscheide oben den Griff drum geformt. Das heißt, hier oben haben wir noch den Bauch und hier geht es ein bisschen rein. Das seht ihr hier? Seht ihr das? Ja, so geht das hier rein. Und hier kommt dann die Ausbuchtung von der vorderen Seite des Griffes, sodass man also auch nicht abrutschen kann. Jetzt geht's los. Entschuldigung. So. Also, 01 Toolstil. Gehärtet weiß ich jetzt nicht. Da hat er leider nichts zu geschrieben. Ja. Noch ein paar persönliche Worte reingetan. So. Die verarschen mich da hinten, glaube ich. So, dann gehen wir mal hin. Gucken wir mal an. Gesamtlänge liegen wir mit dem Schlagstück hier hinten bei 23,5. Klingenlänge 11,5 und Grifflänge 12,5 mit Schlagstück bei 13. Dann hier vorne Klingendicke 3,9. Aha, 4 mm war es also nicht. Ist nicht schlimm. Ab hier vorne, so auf den letzten halben Zentimeter, verjüngt sich das. Ne? Und dann gehen wir mal hier direkt an die Phase dran. Direkt die Phase von 0. Ne. Direkt die Phase von 0, da sind wir bei 0,6, 0,4. Millimeter. Und das ist sehr, sehr ordentlich. 01 Toolstil ist ein Stahl, der ist sehr, hat einen sehr hohen Kohlenstoffanteil. Wird also irgendwann rosten, wenn man sich nicht drum kümmert. Guckt euch hier an, das ist ja Sahne verarbeitet. Wir haben ja im Werkstoff selber ein paar Ungleichmäßigkeiten, aber da kann der Messermacher nichts für. Ist aber stabilisiertes Holz, das wird nicht mehr schrumpfen oder was auch immer. Es fühlt sich, es ist so smooth, das ist der Hammer. Und scharf, scharf ist das Messer, das ist die wahre Pracht. Ja? Ja, mit den Locken hätte ich in der Rokoko-Zeit ja, Karriere gemacht. So, wollen wir ein bisschen was anderes machen. Komm mal mit. Psst. Aber nicht verraten. Weil abgemacht war das nicht. Wir haben ja schon eine recht stramme Spitze. Ich denke, das reicht. Das Messer soll ja eh noch in Verkauf, aber so ganz normale Batoning-Aufgaben kann man dem ruhig zumuten. Spaltet sich von alleine. Quasi. Das ist mal Feuerholz. So, haben wir hier so ein Stückchen Holz. Ja, also kann die Kamera jetzt so nicht einfangen. Aber ihr seht es ja gleich.
Tja, das ist dann der Rest, der übrig bleibt. So macht man Feuerholz, Leute. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich, ne? So, das war meine Vorstellung des Fritz Haselmalz. Kompendium. Ja, jeder, der sich bei Fritz so ein Messer kauft, übrigens ulkiges Design, hier steht drauf, das hat sowas. Das ist ein altdeutscher Hase, der alte Fritz. So, also, Fritz Hase Companion. Ich hoffe, Fritz, du schickst mir demnächst noch ein paar andere Messer. Ich bin auf jeden Fall schon mal von dem ersten Messer total begeistert. Ist auch wirklich erschwinglich. Ja? Cooles Teil. Das macht Spaß. Ja, mit der Scheide. Kannst du nicht meckern. Einfach gestochen. Gestochen. Keder. Unten und hinten nochmal quer die Naht gelegt zur Verstärkung. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein richtiges Drainageloch. Aber das kann man ja noch nachträglich reinbohren. Rundherum. Qualität made in Germany. Kann man nicht anders sagen. Für mich ist das hier eine glatte 10 von 10 Punkten. Nur der 1. Sehr gut. Setzen. Danke fürs Zuschauen. Danke Fritz fürs Leihen. Wir sehen uns im nächsten Video. Thema Geld. Tschüss, Madiot. Schwenkt du Hut. Tschüss ab und schwenkt.